Jeder kritische Beitrag wird als Verschwörungstheorie niedergeschlagen. Es ist eine Unverschämtheit, was hier mit uns gemacht wird. Man hat uns jetzt wieder ein paar Tage freigegeben, weil jetzt der Sommer kommt. Dann sollen wir alle wieder einen schönen Urlaub fahren. Dann werden wir wahrscheinlich wieder mit irgendwelchen Viren aus irgendwelchen Ländern zurückkommen. Da werden wir wieder eingesperrt. Die Impfung ist schon bereit. Das ist jetzt, glaube ich, die B.2.3395. Die erfinden andauernd irgendwelche Sachen, wo kein Mensch durchblicken kann. Es ist ein kompletter Schwachsinn, was hier abläuft. Und wenn die Polizei und die Regierung, besser gesagt die Bundeswehr, uns nicht unterstützt, wenn wir das nie kippen können. Wir benötigen die Hilfe von den Leuten, die direkt den Machthabern helfen oder unterstützen. Schalt eure Gehirne ein, überlegt, was ihr macht. Das Ganze hat kein Ende. Wenn wir das nicht beenden, sowohl als auch mit Hilfe der Staatsdiener, wird diese Pandemie nie ein Ende haben. Nie. Das ist so besprochen worden, das ist diese bekloppten Superreichen, die eigentlich nichts mehr machen können, als ihre Macht auszuüben. Die spielen Gott. Kein Mensch hat das Recht, uns irgendwas einzuspritzen, was unsere Gene oder unsere Zellen, ist doch scheißegal. Kein Mensch hat das Recht, uns irgendwas einzuspritzen und damit unser Körper irgendwas aufbaut. Es ist mir egal, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Es ist unser gutes Recht, das Zeug abzulegen. Hört auf, euch dieses Zeug einzuspritzen. Kein Mensch weiß, wie es reagieren wird. Und das trifft nur noch den deutschen Volk, das trifft ja alle. Wir sind alle leichtgläubig geworden. 70 Jahre Wohlstand hat uns verblödet, nehme ich an. Also nicht alle, ein Teil schon. Gut, es ist Viertel nach neun. Ja, wir können noch ein bisschen machen. Jan? Ja, hallo. Sigrid sagte ja eben, dies mit diesem Volksentscheid, das ist jetzt so eine Frage, ist es eine echte Nachricht oder nicht. Aber was garantiert eine echte Nachricht ist, die habe ich nämlich heute im Autoradio gehört, dass der Wissenschaftliche Rat des Bundestages, also ein offizielles Gremium, hat auf Anfrage untersucht, ab wann ein Land sich mit einem anderen Land im Krieg befindet, völkerrechtlich. Solange man Waffen liefert, ist das noch zweifelhaft. An dem Schritt, wo man anfängt, ausländische Soldaten, also sprich die ukrainischen Soldaten, jetzt an den Waffen auszubilden, befindet man sich ganz klar im Krieg. Das heißt, wir finden uns im Krieg mit Russland. So, die Amerikaner, die Engländer sind schon in der Ukraine, irgendwelche Spezialsoldaten. Das heißt, sie befinden sich ebenfalls im Krieg mit Russland. Das muss allen klar sein. Dann sagt die Bundesregierung, nein, wir befinden uns nicht im Krieg. Gestern bei Anne Will sagt Anne Will, naja, aber irgendwann entscheidet man das nicht mehr selber. Also sprich, wenn man völkerrechtlich sich im Krieg mit einem anderen Land befindet, sondern entscheidet irgendwann Putin, ab wann wir wirklich mit denen im Krieg sind. So, und genau, irgendwie habe ich heute irgendwas gehört, dass von russischer Seite gesagt würde, 200 Sekunden dauern die Atomraketen Berlin, London und sonst noch wo, die auch nicht abgewehrt werden können. Dafür gibt es keine Schutzschilde. So, es ist jetzt eine Frage, wie lange dauert das, bis Putin darauf reagiert? Also völkerrechtlich befinden wir uns noch dem Wissenschaftlichen Rat des Bundestages im Krieg mit Russland. So, ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis es dann heißt, oh ja, die 200.000 Leute von der Bundeswehr reichen nicht. Jetzt müssen wir mal langsam anfangen, die Leute einzuziehen. So, dann können die 20-Jährigen, die heute noch begeistert mit Blau-Gelb durch die Gegend eiern, die können dann mal schön hier zum Kreiswehrersatzamt nach Langenhagen. Da gibt es eine schöne Uniform und da gibt es einen schönen Schnellkurs. So, und dann hat man an der Front gegen Leute, die seit 30 Jahren im Geschäft sind, ungefähr einen Tag Überlebenszeit. Und dann wird sich die Begeisterung schnell legen. Habeck hat heute gesagt, die Lieferketten sind am Ende. Wir müssen uns jetzt auf deutlich steigende Energie- und Lebensmittelpreise nochmal einstellen. Deutschland reagiert ganz besonnen und fordert jetzt das Ölembargo. Danach kommt wahrscheinlich das Gasembargo und jetzt wird diskutiert, wer wird zuerst abgeschaltet.
erst die Privathaushalte oder erst die Industrie, spielt auch gar keine Rolle. Wenn die Leute noch ein bisschen Wärme kriegen, geht die Industrie kaputt, dann gibt es auch keine Arbeit und kein sonst noch was mehr. Umgekehrt ist es alles das Gleiche. Also ich weiß nicht, worauf die Leute hier noch warten. Die sitzen hier im Eiscafé, bestellen sich ein Vanilleeis und die sind schon Kriegspartei. So, ich sag schnell, genau, mit den tollen Gepard-Panzern, wo auch gestern gesagt wurde, die waren so kompliziert, die waren gut, aber so kompliziert, dass selbst die Bundeswehr die abgeschafft hat, weil du dann ein halbes Jahr dran geschult werden musst, wenn sie die darüber geben. Also das bringt auch überhaupt gar nichts, aber wie gesagt, die Ukrainer fordern ja immer mehr, dann die Marder und Leopard und sonst noch was. Also wie gesagt, ich bin froh, dass Putin, ich sag mal, noch so besonnen und ruhig ist. So, aber wie lange ist er das noch? Wie lange ist er noch ruhig und besonnen? Und ab wann geht es auch hier richtig los? Und dann denke ich, dann haben wir im Herbst nicht mehr dieses scheiß Virusproblem. Weil erstens werden die Einzigen, die noch arbeiten gehen können, sind die Ungeimpften. Die Geimpften waren jetzt schon krank. So, und zum nächsten Herbst baut sich das Immunsystem weiter und weiter und weiter ab. Entweder sind sie schwer krank oder tot. So, dann bleiben nur noch wir übrig. Und uns können sie nicht mehr einsperren. Ja gut, wir sind dann ja auch im Krieg. Ne, ist ja egal. Aber wie gesagt, also dieser Schwachsinn muss aufhören. Und ich glaube, dass Ende des Jahres dieser Virus keine Rolle mehr spielt. Da haben wir ganz andere Probleme. So, wenn wir nochmal einen Winter kriegen mit minus 20 Grad, so, dann möchte ich mal sehen. Aber dann haben wir wieder mehr Spaziergänger, weil in der Wohnung ist es so kalt. Da hilft nur Bewegung. Oder man geht zum Ukrainer, die kriegen wahrscheinlich Strom und Gas weiter kräftig geliefert, also hier vor Ort. Da kann man sich bei denen die Füße aufwärmen, nach dem Spaziergang oder vorher, wie auch immer. Also wie gesagt, das muss alles aufhören und dafür gehen wir weiter. Und wir werden auch wieder mehr werden, einfach wenn die Not größer wird. Und die Not wird spätestens zum Herbst, sowohl von den Erkrankungen her, als auch diese Energiepreise, die keiner mehr bezahlen kann, Lebensmittelpreise größer. Und dann sind wir auch wieder mehr. Ach so, dann wollte ich sagen, wir marschieren weiter jeden Montag. Wir haben 16 Uhr jeden Sonntag Treffpunkt am Ziegenteich und seit neuestem jetzt auch immer freitags oben da beim Tierheim beim Parkplatz. Und ich denke, wenn es Wetter wärmer wird, dann bringt sich jeder sein Würstchen mit und sein Getränk. Und dann werden wir auch da wieder mehr. Und wir halten weiter zusammen. Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele gute Leute kennengelernt, Gott sei Dank. Eine Zeit lang dachte man, man ist alleine auf der Welt. Aber es gibt genug Leute, die diese ganzen Beklopptheiten nicht glauben und sich nicht an der Nase herumführen lassen. Und deswegen finde ich es toll, dass ihr immer wieder da seid, dass wir uns alle kennengelernt haben untereinander. Das ist ja schon fast wie ein Clubausflug hier immer. Und wir machen weiter und weiter und weiter. Danke, bis nächsten Montag. Tschüss.